Mit seiner Mannschaft belegt er derzeit souverän den ersten Tabellenplatz der Saarlandliga. Als Trainer hat er vor wenigen Tagen seinen Vertrag als U21-Trainer der SVE für 2 weitere Jahre verlängert. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass er bei mir ist. Herzlich willkommen, Marco Emich. Schön, dass du hier bist. Wir wollen mit dir heute so ein bisschen zurückblicken, aber auch vorausblicken. Ich habe es gerade angesprochen, du hast deinen Vertrag um 2 weitere Jahre verlängert. Ein schönes Zeichen vom Verein, aber auch von dir. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wie es dazu gekommen ist? Ja, das ging eigentlich relativ schnell und unkompliziert. Ich habe ja regelmäßig Kontakt mit dem Jens Kiefer. Wir telefonieren des Öfteren über die Woche, sehen uns oft hier im NLZ auch und sind somit ständig im Austausch. Und als dann die Winterpause angestanden hat, haben wir uns dann kurz verabredet zu einem Termin. Ganz unkonventionell war das Thema innerhalb von 5 Minuten eigentlich durch. Also von meiner Seite gab es jetzt keine Überlegungen, irgendwas anderes zu machen, weil es mir sehr gut gefällt und weil wir auch in diesem Jahr ja schon Erfolg haben und ich natürlich auch gerne noch die Oberliga mitnehmen würde, wenn das geht. Und anscheinend war von Vereinsseite auch keine anderen Gedanken da. Also von daher ging das ganz schnell und unkompliziert. Du bist 2017 aus Jägersburg zur SVE gestoßen, hast seitdem einiges erlebt. Du hast gerade angesprochen, ihr spielt eine überragende Rolle in der Saarlandliga. Kannst du vielleicht so diese Gesamtzeit nochmal bilanzieren? Ja, für mich war es ein Riesenunterschied, von meinem Heimatverein vom Dorf aus Jägersburg herzukommen. So die Planung war eigentlich, dass ich mal eine Pause mache, aber es war auch klar, wenn irgendwas Interessantes kommt, dass ich dann schon was machen will. Und als Peter Eiden damals mich angerufen hat und mir das alles vorgestellt hat, war für mich eigentlich klar, dass ich das machen will. Es war von Anfang an klar, dass das erste Jahr sehr schwer wird, weil wir kaum Spieler aus der U19 bekommen haben. Die Mannschaft war im Umbruch, das Trainergespann hat aufgehört, neues Trainergespann ist gekommen. Christian und ich, wir kannten uns als Gegner vom Platz, aber nicht als Trainer und Co-Trainer. Das musste also auch zuerst mal passen und der Kader war nicht groß. Wir hatten zwar einen guten Saisonstart, die Vorrunde verlief eigentlich auch relativ gut noch, aber in der Rückrunde hat man dann gesehen, dass es eigentlich für mehr nicht gereicht hat. Von daher war es sehr schwer das erste Jahr, aber auch sehr lehrreich, also das auf jeden Fall. Und es war auch klar, dass es ein Übergangsjahr wird. Also es war uns allen klar und mit dem zweiten Jahr eigentlich wir was Neues beginnen wollten. Das hat auch bisher super funktioniert. Also wir haben gute Jungs aus der U19 bekommen. Wir hatten die Spieler gehalten, die wir halten wollten. Wir haben natürlich mit Steffen Bohl und Daniel Dahl 2 sehr erfahrene Spieler mit dazu bekommen, die der Mannschaft gut tun. Und von daher, glaube ich, stehen wir auch zurecht da, wo wir jetzt stehen. Du hast es angesprochen, mit dir hat auch Christian Frank verlängert. Er spielt auch in der Abwehr eine richtig wichtige Rolle. Wie wichtig ist er auch für deine Trainerarbeit? Ja, Christian nimmt mir unheimlich viel ab. Also es geht ja schon mal mit Kleinigkeiten los, dass Christian einfach mal das Training leiten kann, wenn ich vielleicht beruflich nicht kann. Ich bin ja beruflich noch unterwegs den ganzen Tag und bei Christian ist es ähnlich. Also wir ergänzen uns da gut. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit. Dann ist es so, dass er während dem Training, aber auch in der Spielvorbereitung schon Dinge abnimmt, während ich halt was anderes vorbereite. Also wir können uns da die Arbeit teilen. Er ist als Spieler automatisch auch etwas näher dran an der Mannschaft. Das ist zwangsläufig so, das ist auch gut so. Und von daher bekommt er auch verschiedene Stimmungen auch innerhalb der Mannschaft mal mit und kann da auch schon mal einwirken. Also das passt wirklich sehr gut soweit und wir ergänzen uns da wirklich, wirklich toll. Tabellenplatz 1. 14 Spiele gewonnen von 20, eine überragende Bilanz. Jetzt steht die Rückrunde kurz bevor, gleich geht's los, in einer Woche geht's los. Wie blickst du auf die Rückrunde? Ja, ich habe da schon großen Respekt vor, weil wir werden natürlich jetzt als Favoriten gehandelt. Das ist klar, wenn man 5 Punkte Vorsprung hat, ist das ganz normal. Das ist auch gut so, wir freuen uns darüber. Aber wir haben auch direkt 2 schwere Auswärtsspiele in Rehlingen und in Köllerbach. Spielen dann gegen Borussia Neunkirchen, dann Primstal und Auersmach. Also wir wissen eigentlich direkt nach 5 Spielen, was los ist. Aber Fakt ist auch, wir wollen versuchen, da oben zu bleiben. Wir wollen auch aufsteigen, wenn das möglich ist. Also
das ist ganz klar. Ob das dann am Ende reicht, wird man sehen. Das hängt von vielen Faktoren ab, das ist immer so. Und von daher, wir freuen uns auf jeden Fall. Die Vorbereitung war bisher sehr gut, da sind wir sehr zufrieden. Aber letztendlich geht es richtig los an dem 10. März in Rehlingen. Da zählt es erst und dann wird man sehen, wie die Mannschaft reagiert. Also es geht natürlich auch darum, wir haben viele junge Spieler, ganz junge Spieler, und wenn es dann nachher mal so weit ist, dass wir punkten müssen in engen Spielen, wo Druck da ist, auch mal auswärts, dann wird man sehen, wie gut die Mannschaft dann ist und wie wir reagieren drauf. Viele junge Spieler, du hast es angesprochen, Luca Plass, Tim Steinmetz, Moritz Koch, das sind alle Spieler, die haben den Sprung in die Profimannschaft sogar geschafft. Ist das auch so ein bisschen Aushängeschild, was dich stolz macht? Ja, auf jeden Fall. Also Kai Merkne zu vergessen, der ja am Samstag in Stuttgart von Anfang an gespielt hat. Ja, also auf jeden Fall sind wir da stolz drauf und freuen uns auch sehr. Also ich freue mich da für jeden einzelnen Spieler, der den Weg da nach oben schafft, und jetzt ganz aktuell mit Tim Steinmetz natürlich auch. Man muss halt auch klar sagen, der Verein investiert viel, es wird ein hoher Aufwand betrieben für das NLZ, und dann ist das eigentlich auch so, dass man irgendwann auch Ergebnisse sehen will. Und das ist ganz normal, und das haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren geschafft mit den Spielern, die oben angekommen sind, und wir wollen es aber auch darauf nicht ausruhen. Also wir hoffen schon, dass da der ein oder andere doch noch mal noch mit dazukommt. Zwei weitere Jahre an der Seitenlinie, du hast es angesprochen, Ziel auf jeden Fall die Oberliga, aber gibt es auch so strukturelle Ziele, die man vielleicht vor Augen hat? Ja, es ist so, dass es, was die Mannschaft angeht, ja nicht vergleichbar ist mit einer normalen aktiven Mannschaft. Also in Jägersburg hatte ich meistens Spieler, die über 6, 7, 8 Jahre beim Verein waren. Dann wächst auch sowas. Das ist hier etwas anders, weil in jedem Jahr viele U19-Spieler hochkommen, die wir auch übernehmen wollen. Das heißt, das Gesicht der Mannschaft wechselt immer zwangsläufig. Das ist normal. Das ist auch ja nicht verkehrt. Von daher ist es schwierig, da wirklich eine Mannschaft zu formen, die über Jahre zusammenbleibt. Das wird nicht vorkommen, das ist aber auch okay. Grundsätzlich, was so Struktur oder Infrastruktur auch angeht, ist es so, dass wir da natürlich schon etwas begrenzt sind, was die Örtlichkeiten angeht hier in Elversberg. Aber der Verein und das NLZ, allen voran Jens Kiefer, bemühen sich ja wirklich sehr und kämpfen darum, dass alle Möglichkeiten immer, alle Mannschaften die besten Möglichkeiten haben, um zu trainieren und zu spielen. Und dann muss man halt gucken und das so nehmen, wie es ist. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Das war Marco Emich zu seiner weiteren Verlängerung. Steht für 2 weitere Jahre an der Linie der U21. Wir wünschen dir viel Erfolg für die Rückrunde und natürlich auch für das Ziel Aufstieg in die Oberliga. Vielen Dank.